kann Ihnen sagen, sonst hätte ich Ihnen nicht erklären können, wie die Abfertigungszeiten eingebaut werden, dass das korrigiert worden ist. Auch die Haltezeiten sind korrigiert worden. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass in diesem Modell alle diese Dinge, die ich hier angesprochen habe, nicht korrigiert sind. Die sind alle auch im zweiten Simulationslauf genauso wie hier dargestellt. Also die entfallenden Fernzüge, die ungleichmäßigen Fahrten, die Wendlinger Kurve, die verlorenen Anschlüsse, die S-Bahn, das ist alles wie eben dargestellt, auch im zweiten Modell. Und die Gleisbelegungen außerhalb der Stuttgart Hauptbahnhof sind nicht korrigiert. Die sind weiterhin zum großen Teil falsch. So, Weichen sind in falschen Abständen geplant. Wir reden vom bestgeplanten Bahnhof Deutschlands. SMA sagt, die Züge fahren mit einer Geschwindigkeit, die Zusammenstöße befürchten lässt. Sie müssen entweder die Geschwindigkeit reduzieren oder die Weichen anders setzen. Das nennt man Durchbruchstege. Und SMA weist Ihnen nach, dass die falsch verlenkt sind. In einem Milliarden-Tiefbahnhof. Allein dafür hat sich der Auftrag für Herrn Schnuller bereits gelohnt. Die Durchbruchstege sind teilweise zu kurz und müssen angepasst werden. Zitat SMA. Signale sind in falschen Abständen geplant, darüber haben wir schon gesprochen. Es geht ja nicht um Gigabitzchen, sondern wahrscheinlich um Millionenbetrag. Und das dann alles von Ihren Planfeststellungsunterlagen abweichend auszuführen. Und der Vergleich des Simulationsmodells mit den vorhandenen Plänen hat zum Teil erhebliche Unterschiede in der Signalisierung gezeigt. Sehr interessant, dass Sie eine Signalisierung wählen, die mehr Züge durchlässt. Das heißt, Sie haben erkannt, wo das Problem Ihrer Pläne ist, die Sie aber zum Bauen, zur Genehmigung ja schon eingereicht haben. Für unser Modell schaffen Sie das, es endlich zu verbessern. Die Kritik vorher hat Sie das noch nicht bewegen können. Und die Modelle, das ist nur das Klavier. Fahren aber über die gleiche Weiche, dann ist es